Anteil der Elektromobilität steigt stetig an. Denn das strombetriebene Auto ist ein wichtiger Baustein der Klimapolitik. Natürlich nur, wenn dieser Strom regenerativ gewonnen wird. Für unsere Energiewirtschaft bedeutet dies eine Zuspitzung der Situation. Neben der kompletten Veränderung und Umstrukturierung durch die Energiewende benötigen wir für Mobilität zusätzliche Ressourcen und eine neue Infrastruktur. Kein Benzin oder Diesel mehr. Das Auto tankt jetzt Strom. Unterwegs und zu Hause. Und diese Menge an Energie muss jeweils vor Ort zur Verfügung stehen. Jederzeit, überall und zuverlässig in gewohnter Qualität. Die Leitungsquerschnitte unseres Stromnetzes jetzt auf die neuen temporären Maximallasten auszubauen, ist Netzarchitektur der Vergangenheit. Das wäre das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Und auch wirtschaftlich wäre dies nicht tragbar. Energie- und Netzmanagement heute nutzt die Chancen intelligenter Steuerung. Prognosen der wetterabhängigen Stromerzeugung. Das zu erwartende Verbraucherverhalten sowie das genaue Monitoring des tatsächlichen Netzzustandes werden zu wichtigen Parametern des Netzbetriebs. Die Elektromobilität verursacht nicht nur eine Belastung des Netzes. Als Teil der regionalen, dezentralen Flexibilitäten bietet sie auch die Chance, unsere Verteilnetze zu modernisieren und anforderungsgerecht zu betreiben. Projektpartner sind ausgesuchte Spezialisten ihres Fachgebiets und haben bereits in anderen Forschungsprojekten das Thema Elektromobilität vorangebracht. Die E-Netz Südhessen ist einer der bedeutenden Verteilnetzbetreiber Deutschlands und mit dem Mutterkonzern Entega einer der großen Stromanbieter klimaneutraler Energie. Bereits in anderen Forschungsprojekten wurde die Einbindung von virtuellen Kraftwerken in intelligente Steuerungssysteme erforscht und praxiserprobt. Das Fraunhofer IESE ist insbesondere bei Implementierung von sicherheitskritischen Anwendungen der Spezialist. Neben den funktionalen Anforderungen wie Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit bietet IESE weitreichende Erfahrungen aus der Entwicklung von Industrie 4.0. Die Forschungsschwerpunkte des Instituts für elektrische Energiesysteme sind Fragestellungen der zukünftigen Versorgungssicherheit. Ein Schwerpunkt ist die Analyse und das Monitoring von Stromnetzen, um die Integration von Elektrofahrzeugen zu ermöglichen. Die Elektromobilität stellt unsere Verteilnetze vor neue Herausforderungen. Mit MobiGrid untersuchen wir wichtige Aspekte der Betriebssicherheit und des Energiemanagements mit Flexibilitäten. Wir analysieren und bewerten die bisher vorhandenen Netzschutzkonzepte und entwickeln Adaptionsmöglichkeiten, um Fehlauslösungen bei den zu erwartenden hohen Ladeleistungen der Elektromobilität zu vermeiden. Dazu erweitert MobiGrid die vorhandenen Netzberechnungssysteme mit Prognosen zu Spannungsqualität und möglichen Rückwirkungen im System. Denn Niederspannungsnetze sind bisher traditionell eher gering zustandsüberwacht. Ziel ist es, mit minimalem Messaufwand ein maximales verlässliches Monitoring aufzubauen. Ganz zentral in diesem Projekt ist die Ermittlung und Qualifizierung von Flexibilitätspotenzialen. Welche Art von Flexibilität ist gegeben? Bezugs- oder Erzeugungsanlage oder beides? Wo kann privat erzeugter Strom oder die Ladung von Batteriekapazitäten das Gesamtsystem im Gleichgewicht halten? Welches Flexibilitätsranking ist sinnvoll? Abhängig von Wirkort und Anschlusspunkt. Abhängig von der Netztopologie und der physikalischen Reichweite. Mittels zentraler und dezentraler Intelligenz wird die Einsatz- und Prognoseplanung nach wirtschaftlichen, technischen und Akzeptanzkriterien erstellt. MobiGrid untersucht diese Fragen in zwei ganz unterschiedlich strukturierten Gebieten. Verteilnetz vermascht.
Hier sind die Netzpunkte untereinander verwoben, sodass mehrere Zu- und Abgänge bestehen und so eine relativ hohe Kapazität möglich ist. Gleichzeitig wirken sich Netzprobleme aber auch in alle Richtungen aus. Ein typisches Stadtgebiet in Darmstadt mit hoher Wohndichte, Gewerbe, Arbeitswelt und öffentlichem Leben. Elektromobile wollen hier schnell und jederzeit geladen sein. Hohe Ladeleistung in kurzer Zeit mit absoluten Lastspitzen am Tag kann an hochfrequentierten Ladepunkten zur Dauerbelastung führen. Verteilnetz nicht vermascht. Hier sind die vorhandenen Kapazitäten geringer. Die Nutzung auch weit entfernter Flexibilitätspotenziale ist eingeschränkt. Ein klassisches Neubaugebiet einer Kleinstadt. Elektromobile wollen hier in der Regel über Nacht aufgeladen sein. Kumuliert für alle e-mobilen Haushalte, aber meist über eine Zeitspanne von mehreren Stunden. In dieser Modellregion gibt es durch die vielen Photovoltaiknutzer einen Quartierspeicher, der sich als variables Flexibilitätspotenzial anbietet. Um hier entsprechend Nutzerdaten und Verbraucherverhalten sammeln zu können, werden E-Autos zur Verfügung gestellt. Auch temporäre Lademöglichkeiten werden installiert. In beiden Verteilnetzgebieten wird ein Netzberechnungssystem implementiert mit einer netzknotenscharfen Prognose im 15-Minuten-Takt. So werden kritische Netzzustände frühzeitig erkannt und aktiv gemanagt. Insbesondere bei der Nutzung des Quartierspeichers als Flexibilitätspotenzial wird die Synergie des neuen Energiemanagements offenbar. Bisher Stromspeicher der privat erzeugten Energie als Dienstleistung und gleichzeitig Puffer für überschüssige Energie im Netz. Jetzt auch variable Stromtankstelle für die eigenerzeugte Energie. Bis wann muss das Auto geladen sein? Sind 100% zwingend oder reichen 50? Darf nur eigenerzeugter Strom verwendet werden oder gibt es andere Prioritäten? Die Software Flex Manager koordiniert diese Informationen und ist in ständigem Kontakt mit den jeweiligen Netzteilnehmern. Je nach Monitoring und Prognoseinformationen, je nach Benutzerakzeptanz und Betriebsstrategie werden so die Flexibilitätspotenziale intelligent genutzt und angesteuert. Die Elektromobilität ist für die Modernisierung unserer Stromnetze eine zusätzliche Herausforderung. Aber Elektromobilität ist auch eine zusätzliche Chance. Denn die intelligente Nutzung von gesteuertem Laden und Zwischenspeichern von Strom in den mobilen Batterien bietet neue Lösungen und kann so zum Gelingen der Energiewende beitragen.